Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Pearl TV. Und jetzt geht es um Küche und Haushalt. Und auch hier, ja, bei der Sendegestaltung spielt die Hitze, die wir zurzeit in ganz Deutschland haben, eine Riesenrolle. Und man sollte natürlich ausreichend trinken. Flüssigkeitszufuhr ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht noch schlapper wird durch die große Hitze. Und wir zeigen Ihnen jetzt, wie man die schön serviert, gleichzeitig noch gut kühlt und dann vielleicht auch mal selber was zusammenmischt. Du hast uns da komplett diese Palette mitgebracht. Mit was beginnen wir denn? Mit unserer wunderbaren Cucina Designer Glasvase, baut diese Glaskaraffe an. Mhm. Ich finde sie total, vor allen Dingen, weil wir hier schon sehen, hier ist was eingefüllt, schon mit Zitronen dekoriert und Limetten. Das macht doch schon mal wirklich was fürs Auge her. Ja, das ist auch was ich gern trinke. Nur einfach Wasser und ein bisschen kühlen und dann Limetten oder Zitronen rein. Das gibt schon mal den richtigen Sommergeschmack. So, und jetzt sehen wir ja auch hier, dass sie nicht nur toll aussieht, das Wasser schmeckt doch gleich schon viel besser, wenn sie wunderbar dekoriert ist und dann noch in einer so wunderschönen Designer-Karaffe dekoriert, serviert wird. Und jetzt, pass mal auf, du denkst ja jetzt, wenn ich dir einschütte, dir fliegen ja auch die Limetten rein, gell? Ja, mach mal. Sollen wir mal? Ging's mal? Hier ist nämlich etwas ganz Raffiniertes verbaut. In unserem Hocharbeiten hier Edelstahldeckel haben wir nämlich ein Sieb mit drin versetzt, was direkt quasi das Ganze filtert, damit da keine anderen Tierchen oder sonst was da in dein Glas springen oder in die Karaffe. Jetzt schau mal hier. Also ich kann reinfüllen, was ich will, zum Beispiel auch Eiswürfel oder auch ein bisschen, ja, wie soll ich jetzt sagen, Ingwer zum Beispiel. Basilikum, mache ich noch gerne rein. Auch welche, sowas, ja, wenn Sie deftig mögen. Und dann bleibt das im Wasser und wenn ich einschenke, kriege ich den Trinkgenuss pur. Genau, ganz toll ist nämlich hier, dass es auch super leicht einem zu säubern ist, aber am besten finde ich hier wirklich dieses Sieb. Du kennst ja auch zum Beispiel losen Teepulver, den tust du da rein, Eistee selber machen und dann schwirrt dir das hier alles rum und du brauchst ein extra Sieb. Ersparst du dir hier, wir haben hier ein wunderbares Sieb verarbeitet, eine wunderbare Gummiabdichtung und dann das Ganze wird wirklich luftdicht hier verschlossen. Das heißt, Sie müssen keine Angst haben, dass da irgendwelche Mücken wie Bienen, Wespen oder andere kleinen, Sie kennen ja diese ganzen unerwünschten kleinen Viecher, die dann in deinem Glas schwimmen, das springt da nicht hinein. Also wenn ich sie stehen habe, ist sie dicht, aber sobald ich sie schwenke, geht dieser kleine Filter auf hier unten und die Flüssigkeit kommt raus. Perfekt. Und das ist ja auch, ist ja nicht, wie man oftmals sieht, Kunststoff, sondern hier haben wir hochwertigste Materialien, oder? Genau. Ganz sehr hochwertiges, verarbeitetes Markenprodukt mal wieder. Aber was ich dir noch sagen möchte ist, das Tolle ist, du hast eine ganz große Öffnung hier, wenn wir das nochmal rausfummeln, sag das mal, da kannst du ganz leicht unterm Wasserhahn zum Beispiel halten oder deinen eigenen Punsch da reinschütten. Da, guck mal, da kannst du einfach säubern. Du hast kein Problem mit diesen langen Schwämmen, das hier zu säubern und vor allen Dingen, du kannst es auch leicht befüllen. Ja, also leicht befüllen, leicht reinigen und sieht klasse aus. Also ich krieg da jetzt richtig Durst. Ich klau dir einfach mal einen Schluck. Ja, klau dir was und dann siehst du nochmal toll, wie das funktioniert. Das spürt sich doch richtig einfach an. Ja, und in diesem Sommer kann man ja sowieso nicht genug trinken. Ich trinke jetzt einfach mal einen Schluck Zitronenwasser. Ja, lass es dir schmecken, Ralf. Sie, meine lieben Zuschauer, sehen nochmal etwas sehr, sehr Hochwertiges. Vor allen Dingen, Sie können da wirklich auch Erdbeeren reintun, einen Punsch draus machen, einen Tee draus machen. Und ganz schön ist wirklich diese Reinigung. Und dass wir natürlich wirklich sehen, dass wir hier ein hochwertiges Edelstahl verarbeiteten Verschluss haben. So. Also bestens, sieht bestens aus, ist aus den hochwertigsten Materialien und natürlich auch sehr, sehr formschön. Und für eine ähnliche Karaffe zahlt man bei anderen Anbietern gern mal 49,95 Euro. Bei uns heute im TV-Sonderpreis gerade mal 18,91 Euro mit der Bestellnummer NC2844 und der 569. So, das ist mal ein tolles Design-Highlight, aber wir haben noch was ganz anderes und was ultraleichtes, wenn man mal nicht so schwer schleppen will und trotzdem ganz, ganz flexibel und auch schnell mal Getränke kühlen will. Da hast du uns was weiteres mitgebracht. Genau, von Rosenstein und Söhne, darf ich da mal kurz zwischengreifen, haben wir unsere ultraleichte Karaffe, die wunderbar auch ist für Picknick unterwegs oder zum Beispiel am Strand jetzt. Du warst doch, glaube ich, am Wochenende am Baggerloch. Am Baggersee, ja. Am Baggerloch. Ja, das Baggerloch so spät am Baggerloch. Ja, ja. Nein, bei uns heißt das immer noch Baggerloch. Baggersee sagen wir selten, aber im Rheinland heißt das auch eh alles Baggerloch. So, du warst da. Da wäre es so schön gewesen, wenn du sowas Wunderbares, erstmal Leichtes mit deinem leckeren Limettensaft dabei gehabt hättest. Also ich muss sagen, ich habe Getränke mitgenommen, aber die waren nicht lange kalt. Und da habe ich wirklich einen Fehler gemacht. Ich hätte mir entweder eine Kühltasche mitnehmen sollen oder diese Karaffe wäre auch natürlich perfekt gewesen. Weil da können wir ja auch kühlen, oder? Genau, das
das Sinn ist nämlich hier, was wir haben, erst einmal, dass wir hier wieder, ich nehme das mal komplett auseinander, hier wieder ein Sieb drin haben. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Zitronen da wieder reinsetzen, die werden gefiltert. Oder Erdbeeren oder hier zum Beispiel Pfefferminzblätter, das mögen auch sehr viele. Ist eine ganz tolle Sache, wenn Sie das auch, das sieht auch optisch ganz toll aus. Und das hier, das ist das richtige Highlight, finde ich. Das ist nicht nur irgendwas zum Hingucken, das füllen Sie zu Hause ganz einfach, öffnen Sie das, füllen Sie mit Wasser vom Wasserhahn, schließen es und legen es wirklich ins Gefrierfach, so 2-3 Stunden, dann ist das auch richtig kühl, stopfen das hier ganz, also stecken das hier ganz leicht hier rein und dann machen Sie Ihr Wunschwasser da zum Beispiel rein oder Ihren Wunschtee, Punsch, ganz toll dekorieren noch und dann, oder so wie du es machst, so gerne mit Limetten und Zitronen rein und dann haben wir das schon hier vorbereitet, das sieht dann zum Beispiel so lecker aus. Und dann habe ich hier in der Mitte praktisch ein Kühlaggregat, genau, was mein Getränk kühl hält. Genau, du musst kein extra Gerät haben oder extra zum, ja, zum extra Bekühlen brauchst du nicht, weil das hält wirklich bombenlange. Und dann ganz einfach kannst du hier dir was einschütten. Wo ist denn dein Glas? Du hast doch eben schon getrunken. Ich darf gerne noch dazu schütten. Ich kann dann kannst du hier ganz trinken. Einfach mit dem Finger betätigst du das und schüttest das. Oh, toll, das klingt doch schon wieder. Oh, Wasser pur hier, gesund. Und Sie müssen auch wirklich viel trinken bei diesen heißen Sommertagen. Hier, lieber Ralf, also man, lass es dir man gut vergisst gehen. Wirklich ab und zu mal das Trinken. Und das ist ja wichtig. Und wenn es da noch schön gekühlt ist und so zitronenfrisch schmeckt, ist es wirklich hervorragend. Das sollten Sie auch dran denken. Bei den heißen Tagen vergessen Sie es Trinken nicht. Und so kann ich eben meinen eigenen Sommermix-Trink machen. Genau den, den ich will, so wie er mir schmeckt. Ja, vor allen Dingen gibt es das ganz selten. Und ansonsten zahlen Sie wirklich viel Geld. Und das mit diesem Kühlakku ist eine tolle Sache. Schau mal den Preis, lieber Ralf. Die brauchen noch die Bestellnummer. Boah, 6,56 Euro kostet diese wunderbare, ultraleichte Karaffe gerade mal mit dem Kühlakku. Und die Bestellnummer ist die NC3430 und die 569. Sollte meiner Meinung nach in keinem Haushalt fehlen, denn auch im Sommer wie im Winter kann man die benutzen. So, und jetzt haben wir etwas, was nicht nur schön klimpert und optisch schon ganz toll aussieht. Wir haben etwas, was einen ganz besonderen Sinn hat, und zwar unsere Dauereiswürfel. Das klimpert so das schön. Das sind Eiswürfel? Ja. Gib mal her. So. Wie funktioniert das? Das Ganze einmal abspülen unterm Wasser an, dann sind sie sauber, legen sie ganz bequem in ihr Gefrierfach und dann geht's schon los, denn dann wird direkt gekühlt. Und wenn Sie so 1-2 Stunden da drin sind, dann haben Sie wirklich eiskühle Edelstahl-Eiswürfel. Und das tun wir jetzt mal direkt ausprobieren. Das klingt schon ganz toll. Oh. Ja, also ich muss sagen, die fühlen sich so schon kühl an. Aber wenn ich die jetzt noch ins Gefrierfach mache, klar, dann geben sie Eiskälte ab. Und zwar, das ist ja ganz gut, fällt mir gerade ein. Die schmilzen ja nicht. Das heißt, mein Getränk wird gar nicht verwässert. Es wird einfach nur optimal gekühlt. Und das ist doch mal, und vor allen Dingen ist das ganz zacki zacki, ist das kalt. Und jetzt schau mal, das sieht doch optisch, sieht das auch ganz toll aus. Wenn du so ein tolles Wasserglas oder so einen Apfelsaft, ich kann mir auch einen Apfelsaft total, eigentlich jedes Getränk, aber so einen Apfelsaft, einen Eistee und dann diese tollen Eiswürfel da drin, die wirklich immer wieder verwendbar sind. Schau mal, es ist mal wirklich toll was aus. Ganz, ganz Außergewöhnliches. Edelstahl, Eiswürfel habe ich persönlich noch nie gesehen. Sie vielleicht schon mal, aber jetzt haben wir sie so eben. Toll, ne? Ja, sieht toll aus, klimpert toll und vor allem, es dient ja seinen Zweck. Es kühlt hervorragend. Dieses Edelstahl hält ja die Kälte auch eine richtige Weile. Und zu reinigen sind sie auch ganz einfach, ja, oder? Ganz einfach, wie ich schon eben sagte, einfach unter dem Wasserhahn halten, ist das direkt sauber wieder ins Gefrierfach, das heißt immer wieder verwendbar. Damit haben wir etwas ganz Einfaches geschaffen. Sie haben keinen Ärger mehr, sich irgendwelche Plastikgehälter zu holen und da lässt sich hier dieses Einfrieren. Kennst du das? Du brauchst dann irgendwie Getränke kühlt und suchst dann hier irgendwie so diese Eiswürfelbehälter, dass du noch schnell Würfel machen kannst. Mhm. Ja, hier habe ich sie immer gleich griffbereit. Wir sprechen hier von einem Viererset. Richtig, Viererset. Und wir machen doch nur super Viererset hier aus Edelstahl. Hochwertige Materialien hier wieder. Also Dauereiswürfel. Eiswürfel, die niemals schmelzen, aber immer wieder Kälte abgeben an ihr Getränk. Und das für gerade mal 12,26 Euro. Ich finde es auch einen tollen Party-Gag. Das ist mal wirklich was ganz, ganz anderes, oder? Richtig. Ich habe mir gerade vorgestellt, wenn jetzt jeder hier so diesen Gin Tonic trinkt und jeder so seine Edelstahl-Eiswürfel drin hat, dann denkt jeder, was hast denn du da im Glas? Und der nächste hat das dann auch, das sieht doch total optisch. Das sieht nicht nur optisch gut aus, das hat ja wirklich den Sinn, es verwässert nicht, was du sagst. Viele mögen ja auch in ihren hier Wodka oder so, kommt ja auch Eiswürfel. Ich habe aber auch letztens etwas gesehen, da haben sich Leute in ihrem Wein Eiswürfel getan. Ja, das ist die neueste Art, Wein zu trinken, weil irgendwelche Weinwissenschaftler
Weinwissenschaftler oder Weinexperten haben mal festgestellt, dass wenn ich kurz vorm Trinken einen Eiswürfel mache, egal in Rotwein oder Weißwein, entwickelt sich die Blume viel besser und das Aroma entwickelt sich und der Wein schmeckt noch besser. Das wirst du immer öfter sehen, aber das würde natürlich auch mit so einem Edelstahl-Eiswürfel. Ja, vor allen Dingen ist das auch besser auch für den Wein, ne? Ja, der verdünnt nicht, klar, natürlich. Perfekt. Das heißt anrufen, ne, Ralf? Ja, unbedingt anrufen und bestellen für 12,26 €. Und die Bestellnummer ist die NC 2752 und die 569. So, jetzt gibt's aber Leute, die sagen, nee, Edelstahl ist nichts für mich. Ich hätte lieber gern richtige Eiswürfel. Aber da hast du uns jetzt eine Eiswürfelmaschine mitgebracht. Mein persönliches Highlight, weil man hier per Knopfdruck, wo möchtest du hin? Kommst du hier rüber? Ja, ich guck mir die von der Seite an. Ach, du guckst ja von der Seite. Hier kann man per Knopfdruck ganz einfach wirklich sich Eiswürfel machen lassen. Und das in der kleinen Größe oder großen Größe. Bevor wir aber zu dem Rest kommen, zeige ich dir erstmal, wie einfach das wirklich geht. Also, wir haben jetzt hier mal auf L. Ich möchte natürlich den ganz großen haben. Und dann einfach dagegen. Und dann hören Sie auch wirklich, wie die schon arbeitet. Mhm. Ja. Und jetzt kommen die Eiswürfel. Das ist ja klasse. Einfach auf Knopfdruck kommen die Eiswürfel, die ich möchte. Ja, die werden auch gerade zubereitet, weil ich es so toll finde. Wir machen sie mal kleiner, vielleicht geht es schneller. Nein, das siehst du, wir müssen das ein bisschen vorarbeiten. Das heißt, so ein paar Minuten, tak, tak, tak. Und dann kommt da richtig was rausgeschossen. So, also hier kann ich die Größe einstellen der Eiswürfel, die produziert werden sollen, die kleinen oder die größeren. So, jetzt hast du jede Menge Eiswürfel. So. Also das finde ich schon mal eine ganz tolle Sache und jetzt einen schönen Saft da drauf schütten und das per Knopfdruck, zack, 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 wenn ihr wirklich frisch bereitet. Du kennst das Problem doch sicher selbst, du hast plötzlich Besuch bekommen, eine Dame kommt zu Besuch und die sagt jetzt, lieber Ralf, bring mir mal bitte einen eisgekühlten Tee. Und wo zauberst du jetzt die Eiswürfel her? Eisgekühlten Tee, ja, okay, aber Eiswürfel, klar, normalerweise hast du so diese Schablonen im Eisfach und wenn die aber weg sind, ist weg. Und hier kannst du es eben auf bei Bedarf einschalten und sofort werden die Eiswürfel produziert. Wie viel produziert denn so eine Maschine? Also die ganze Zeit, also im Lauf sind das hier bis zu 8 Liter, die er hier verarbeitet. Und ganz wichtig finde ich hierbei, dass hier 9 Eiswürfel pro Durchgang durchlaufen. Das ist eine ganz tolle Sache, weil also meistens willst du eh nur 2-3 haben. Also wenn ich Gäste bekomme, einfach anschalten und nach wenigen Minuten sind die ersten Eiswürfel fertig. Jetzt haben wir da aber noch was. Ja, ich habe gesehen, das sind ja wirklich jetzt fast sogar 18 gewesen, weil ich die kleinen gewählt habe. Das heißt, pro Auslauf, wir hören jetzt, die arbeitet schon wieder, dann kommen schon die nächsten Eiswürfel wieder. Also gehen mir nie die kalten Getränke aus. Das ist doch schön. Und für eine Hausbar sieht das natürlich auch hervorragend aus. Jetzt ziehe ich aber hier auf der Seite auch noch was. Was machen wir denn damit? Genau, wenn du jetzt das Wasser haben willst, was natürlich hier auch direkt aus dem Automat kommt, dann hältst du einfach dein Glas runter, kannst es auch dort runter stellen. Ich würde es halten und dann drückst du einfach drauf und dann kommt dir ganz frisch das Wasser schön raus für dich. Und das Tolle finde ich dabei, du kannst es auch an einen Wasserhahn direkt anschließen. Das heißt, du hast wirklich unendlich deine Wassermenge zur Verfügung, die du brauchst. Der Ralf braucht jetzt erstmal direkt einen Riesenschluck gekühltes, frisches Eiswürfelwasser. Ganz schön finde ich aber hier, du musst es ja nicht mal an einen Wasserhahn festmachen. Also ich bin flexibel. Entweder fest an einem Wasserhahn anschließen, also an die direkte Wasserleitung, oder ich kann auch mit einem Tank arbeiten. Genau, den haben wir links bei mir an der Seite. Hier können Sie ganz bequem auch das Wasser einfüllen. Ja. Das geht ganz einfach, vor allen Dingen auch super easy. Einfach so 2-3 Tassen Wasser rein und da hast du schon voll. Flexibler geht's ja gar nicht. Richtig. Ne? Und ganz toll finde ich wirklich, dass du wirklich hörst, die Maschine arbeitet und sie kriegen wirklich pro Durchgang so circa 9 Eiswürfel. Und schön finde ich diese kleine Größe. Ja. Für dich zum Beispiel, wenn du ganz schnell was trinken möchtest oder die lange Größe, da hast du ja noch ein bisschen länger was davon. Was ich hier schön finde, ist, dass diese Eiswürfel hohl sind. Das heißt, die kühlen schön, aber die verdrängen nicht so viel Wasser. Oftmals hat man so diese quadratischen. Wenn ich da 5 Eiswürfel reinmache, habe ich gar keinen Platz mehr für mein Getränk. Hier kühlen sie schön und trotzdem genügend Platz für mein Getränk. Genau, genügend Platz und du hast vor allem genügend Zeit auch noch 2. Du hast eine Handbedienung, du machst wirklich alles mit einer Hand, zack. Und hältst es da drunter, einfach dagegen drücken und dann kommen da schon wieder die Eiswürfel. Gucken Sie. Wow. Das ist, jetzt hat sie auch richtig losgearbeitet. Die war eben noch nicht so weit. Jetzt haben wir richtig pro Durchgang 9 Eiswürfel. Es ist richtig hygienisch und vor allen Dingen ultra schnell per Knopfdruck. Also hygienisch ist mal ein guter Einwand, weil normalerweise kenne ich diese Eiswürfelmaschinen, da greifst du irgendwo rein. Und das macht dann meistens jeder mit seinen Händen und wer weiß schon, was an den Händen der einzelnen Gäste waren. Dann ist das viel, viel hygienischer und vor allem für jeden sofort zu begreifen, wie einfach das funktioniert. Glas drunter, Eiswürfel raus. Und das für einen Sensationspreis, für eine solche Designer-Eiswürfelmaschine von Rosenstein und Söhne. Die kostet heute gerade mal 237,41 € mit der Bestellnummer NC 3723 und der 569.
6, 9. Und wenn ich eine Hausbar habe, ist ja so eine Eiswürfelmaschine für, denke ich jetzt mal, ein absolutes Muss. Also gekühlte Getränke, da brauche ich mir jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Auch wenn mal überraschend Gäste kommen, ich bin bereit und ich habe die Eiswürfel dann durch meine tolle Eiswürfelmaschine. So, und der Preis ist nun wirklich sensationell. 237,41 €. Ja. Das gibt es natürlich nur bei uns, aber ich habe Ihnen natürlich noch ein anderes Highlight mitgebracht. Ich persönlich liebe es, alles mit meinem Mixer zu Hause zu machen. Mhm. Sie können sich Nüsse damit zertagen. Sie können wirklich Walnüsse und andere Nüsse miteinander mixen. Sie können Pesto selber machen, Sie können Smoothies machen. Sie können Eintöpfe, Suppen damit. Ich berühre auch immer meine Kürbiscremesuppe damit. Ist auch eine ganz tolle Sache. Geht alles mit so einem Mixer? Geht alles mit dem Mixer. Ganz einfach, vor allen Dingen, wir sehen auch gerade, wie einfach das geht. Du öffnest einfach, schüttest einfach alles rein, was du brauchst, Tomaten, Bananen, oder sonst was. Bananen, Erdbeeren sehe ich gerade. Erdbeeren. Und jetzt, das sieht lecker aus. Machst du noch ein bisschen Zucker, okay, damit du das magst. Und dann nimmst du deine andere Zutat, die Milch. Und gleich kommt die Zauberdeckeltour. Ja, das ist ja klar. Das sieht doch mal schon mal sehr lecker aus. Da möchte man sowieso schon sich da hinsetzen und warten mit dem Glas und losschlürfen. Aber gleich geht's los. Wir schmeißen nämlich jetzt den Deckel da drauf und dann wird das Ganze schön luftdicht abgedichtet, damit auch nichts rausspritzt, mhm, und dann ganz bequem auf Stufe 1 oder Stufe 2. Also einfach Geschwindigkeit 1 und 2 und dann wird's, ja, sieht ja schon richtig aus. Das sieht ja schon gut aus, so wie hier beim Eisgeschäft. Ne? Machen wir das jetzt auch gleich mal hier, wir so einen kleinen auch Drink? Ich habe dir extra Himbeeren bringen lassen. Oh, schön. Das haben uns die Jungs hier extra besorgt, damit du hier gleich einen leckeren Smoothie kriegst mit lecker gefrorenen sogar. Die sind richtig, wirklich sehr gut. Die haben wir selber gesammelt hier beim Bauern. Eingefroren, damit sie auch so knackig sind und selbst das zerlegt dieser Mixer optimal. Ja, jetzt kriege ich Lust drauf. Jetzt lass uns mal loslegen. Boah, sieht das lecker aus. Banane, Erdbeermilch. Das ist wirklich riesig. Da läuft mir gerade das Wasser im Mund zusammen. Sieht auch toll aus, muss sagen, auch vom Design her, wie man es halt von Rosenstein und Söhne, dem Markenhersteller, kennt. Die legen ja viel Wert auf Details und auf ein gutes Erscheinungsbild und höchste Qualität. So, jetzt haben wir da die Himbeeren. Jetzt genau, das machen wir. Genau, und dann kann ich Ihnen gleich auch sagen, dass das wirklich ultra leicht zu reinigen ist. Ich persönlich möchte erstmal zeigen, dass es auch leicht abzunehmen ist. Mhm. Das heißt, die Reinigung fällt ultra leicht. Wir haben hier nochmal eine extra Öffnung, da können Sie nochmal extern etwas einfüllen, wenn Sie zum Beispiel zwischendurch während des Mixen sagen, oh, ich möchte da noch Süßstoff reintun oder Zucker, dann können Sie es ganz bequem einfach nur diesen obersten Deckel hier abnehmen, den ich hier gerade hatte, abschrauben, zack rein und dann können Sie von mir aus auch noch eine Banane da reinstopfen oder wenn Sie zum Beispiel Nüsse zusätzlich reinmachen, alles, was Ihr Herz beliebt. So, ganz toll auch, dass Sie einfach nur mit ein bisschen Gummi und Kraft das hier abziehen und schon können Sie ganz bequem hier das reinigen. Ich persönlich halte das immer ganz einfach unter dem Wasserhandtuch ein bisschen Spüli rein und gehe dann wirklich mit diesen langen Schrubber da rein, ganz kurz, du kennst ja diese leichten Bürsten, zack, ausspülen und dann setze ich das einfach auf den hin. Lass das so eine halbe Stunde sitzen, ist das schon trocken. Perfekt. Ja, wunderbar. Wunderbar. Jetzt lass uns doch mal so ein Smoothie machen. Du bist schon wieder hier. Ich bin wieder total ungeduldig, weil da ist mir jetzt vorhin das Wasser im Mund zusammengelaufen. Hast du gesehen, wie schnell das jetzt geht? Ich war schon wieder. So schnell geht es. Einfach draufsetzen, einrasten. So, jetzt nehmen wir mal hier die harten, was ich dir auch sagen möchte. Das ist ja auch wirklich lecker. Wir hauen mal alles hier rein. Tiefgefroren. Tiefgefroren. Ist überhaupt kein Problem. Das könnte ich jetzt theoretisch auch schon so einstellen. Das funktioniert. Das würde einen Himbeersaft geben. Das würde einen reinen Himbeersaft geben. Okay. Und dann danach können wir zum Beispiel, das mache ich jetzt einfach mal. Wir machen einfach das mal so. Mach du nur. So. Und nicht vergessen, meine Lieben. Nicht vergessen, also ich bin ja schon so schusselig gewesen. Ne? Ich habe das mal vergessen, hatte ich die ganze Küche voll. Ja, Deckel drauf, sonst sprüht's in alle Richtungen, je nachdem. Ja. So ganz toll möchte ich, bevor wir, also der Ralf, der kriegt hier schon hier Flöhe, der möchte direkt das Essen hier trinken. Hier haben wir wunderbare zwei Geschwindigkeiten, Stufe 1 und Stufe 2. Das heißt, nach Belieben, wie schnell Sie es haben wollen, ist es ganz einfach hier zu machen. Hier sehen wir es nochmal, Stufe 1 und Stufe 2, also ganz einfach anzuschalten. So, gut, dann schalte ich doch mal ein. Gut, machen wir. Das sieht ja schon spektakulär aus. Und der Hand, das geht Minuten, Sekunden schnell, siehst du? Ja, wir können alles das aber schon klar. So, jetzt sollten wir aber, glaube ich, ein bisschen Milch dazu machen. So, jetzt haben wir hier wunderbar, das duftet schon ganz toll. Oh, das duftet schon so toll. Und der, bevor ich mir hier der Ralf gleich mich in die Schulter beißt, tue ich einfach mal ein bisschen Milch rein.
So. Aber weißt du was, wir machen es noch ein bisschen kälter. Wenn wir schon so eine tolle Eiswürfelmaschine haben, machen wir doch gleich noch ein paar Eiswürfel rein. Ist das okay? Das sieht doch richtig toll aus. Meine lieben Zuschauer, jetzt halt, pass mal auf, mein Schätzelein. Darf ich noch ein paar Eiswürfel reinmachen, damit es doch kälter wird? Ja, stopp, nicht so viel Wasser, nicht so viel Wasser, schmeckt doch dann nicht mehr. Doch, natürlich. Männer, komm, jetzt mix mal, das schmeckt hervorragend. Ach so, jetzt hauen wir das Ganze an. Der hat hier schon wieder alles reingehauen. Typisch Männer. Lassen Sie Männer nicht in Ihren Mixer reinkommen. Ich sag's Ihnen. So, alles ist fest und duft. Immer aufpassen. So. Wuhu! Es wird hier püriert. Und jetzt nochmal auf höchste Stufe. Und das würde ich auch wirklich, wenn Sie so einen richtigen Smoothie machen wollen. Lassen Sie es mal wirklich so 20 bis 30 Sekunden so wirklich rumwirbeln. Damit können Sie Ihre ganze Familie gleich schon versorgen. Professor Smoothies zahlt man im Laden mittlerweile richtig viel Geld. Das ist ja so ein Verkaufsschlag, aber die kann ich so einfach selber machen. Und wie lange muss ich da jetzt rühren lassen? Ich habe ja gerade gesagt, ich meine, wenn man einen Smoothie macht, habe ich das mal so gelernt. Ich habe ja mal nebenbei in so einem Laden geshoppt. Dass man das mindestens so 30 Sekunden wirklich durchgurken lässt. Deswegen, das ist mal ein bisschen nervig, aber wenn Sie vorher schon, Sie können das auch schon vorher trinken, aber es wird so richtig schaumig. Das zergeht dann so richtig lecker auf der Zunge und das geht so ganz lecker den Hals. So, kannst du dir das vorstellen, wie lecker das ist? Also unglaublich fein. Smoothies trinke ich auch sehr, sehr gerne. Zubereitungszeit, wir haben es gerade gehört, 30 Sekunden. Mehr haben wir nicht. Und jetzt müssen wir es nur einfach einmal einlösen. Noch ein Stückchen drehen, genau. Und jetzt kriege ich einen Schluck, oder? Ja. Ah, ich warte schon die ganze Zeit. Er wartet schon hier und hubbelt schön rum. Aber jetzt du siehst bin ich mal gespannt. Das sieht schon ganz toll aus. Darf ich das mal einfach? Selbstverständlich. Oh, schauen Sie sich das an, dieses schöne, schaumig geschlagene. Oh, da wollen wir noch direkt lostrinken. Einmal für dich. Du auch, nehme ich an. Ja, du hast mir da richtig schon Durst jetzt mit drauf gemacht. Jetzt schauen Sie sich das mal an. Das sieht doch schon mal faszinierend hier in Ihrem Glas aus. Ne? Das ist so richtig, wie mache ich das am besten so? Ach. Ganz toll und vor allen Dingen wirklich vitaminreich. Es ist auch eine ganz tolle Sache, wenn Sie eine ganze Familie haben. Wie bekomme ich mein Kind oder meinen Ehemann dazu, gesund zu essen? Meistens mögen die meisten auch keinen Salat. Was dabei zum Beispiel ganz toll ist, ich habe gelernt, man kann tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen fatal, ist aber wirklich lecker, Sie können dabei auch Feldsalat reintun. Feldsalat? Ja, das haben wir auch gemacht, haben wir so verkauft. Okay. Und Möhren. Eine Möhre reicht schon für den Tagesbedarf an Vitaminen und das haust du da rein. Und das zusammengemixt schmeckt wunderbar. Ich mache dir das morgen. Also ich kann da jetzt nicht nur Smoothies machen, sondern auch ohne Probleme mal eine Suppe mixen oder eben so einen Gemüsemix machen. So. Und es ist ja jetzt ganz, ganz einfach zu reinigen und dann einfach die Zutaten entsprechend anpassen. Ich habe schon diesen Mund hier mit dem Schaum. Schmeckt super lecker. Also. Und irgendwie hat man sogar ein beruhigtes Gewissen. Man hat das Gefühl, man macht was Gesundes. Weil hier Himbeeren, Milch, bisschen Eiswürfel, hervorragend. Und diesen Sommer sowieso. Und mit Ihren Kindern können Sie selber mal solche Smoothies machen. Und ich glaube, das macht Ihnen auch Spaß. Richtig. Und vor allen Dingen, was ich ganz wichtig finde, auch für Allergiker oder auch für Veganer super geeignet. Ich zum Beispiel habe jetzt nur ein bisschen dran genippt. Sie fragen sich vielleicht, warum. Ich hätte das eigentlich gleich ausgetrunken. Ich bin zum Beispiel Laktoseintoleranz. Ich hätte das Ganze jetzt mit laktosefreier Milch gemacht. Und das hätte ich mir direkt die Kante gegeben. Da kannst du von ausgehen. Also so weiß man auch immer, was drin ist. Milchshake kannst du auch perfekt damit machen. So eine Banane reinhauen und dann... Ein lecker Milchshake. Ja, diesen tollen Haushaltsmixer von Rosenstein und Söhne gibt es gerade mal für 33,16 €. Das ist wieder ein Hammer-Schnäppchen, wie ich finde. Und die Bestellnummer ist die NC3311 und die 569. Und die Anwendung ist ja so vielfältig. Man kann es eigentlich jeden Tag in der Küche einsetzen. Hier sehen wir es mal wieder mit Smoothies. Eben, das finde ich auch eine ganz interessante Kombination. Bananen und Erdbeeren. Ich glaube, das schmeckt auch super lecker. Das schmeckt sehr lecker. Das habe ich alles schon ausprobiert. Aber was ich auch wirklich toll finde, du kannst ja auch wirklich Sachen damit zerkleinern. Du kannst sie ja nicht nur zerrühren, du kannst auch Knoblauch da reinhauen und Zwiebeln. Wenn du zum Beispiel, ich mache das super lecker. Oder hier, unser Kollege, der sagt immer, Hummus selber machen. Das macht er alles mit diesem wunderbaren Mixer hier und das geht auch wirklich einfach. Vor allen Dingen ist die Reinigung wirklich einfach. Und jetzt schau dir doch nochmal diesen Preis an, der ist doch wirklich gigantisch. Ja, 33,16 € für einen so hochwertigen Marken-Haushaltsküchenmixer mit übrigens 1,3 Liter Fassungsvermögen. Ja, 33,16 €. Bestellnummer nochmal NC3311 und die 569. Und in wenigen Tagen ist er bei Ihnen und dann können Sie selber Ihre Smoothies machen. Und jetzt haben wir aber noch für mich ein persönliches Highlight dieses Sommers, denn
Das ist etwas, was eigentlich keiner zu Hause nicht haben sollte. Das muss jeder haben, bei den Temperaturen sowieso, oder? Sollte es auf jeden Fall dabei haben, vor allen Dingen nicht nur bei diesen Temperaturen. Wir haben wirklich für das ganze Jahr dafür gesorgt. Sie können damit heizen, das ist jetzt vielleicht nicht so interessant, aber auch kühlen. Und das ist natürlich deine Ambition jetzt hier. Ja, auf jeden Fall. Gekühlte Getränke transportieren, wohin ich will. Und da ist ja nicht nur, das ist nicht mal so eine Kühlbox, die man mit Aggregaten macht. Also wo das man ist ein Peltier-Element. Und das ganze Tolle finde ich daran, dass du hier auch noch schon wirklich die Getränke wirklich sortiert reinstellen kannst. Mhm. Und auch wenn du sie nicht anhast, hält sie wirklich mit diesem Thermoeffekt kühl. Mhm, und jetzt, aber nicht mit Aggregaten wird die betrieben, Nein. oder? Man muss keine Kühlaggregate Nein. ins Eisfach, sondern... Gar nicht. Wir haben hier ganz einfach, auch wie Sie es anschließen können, einfach, ich sage immer Zigarettenanzünder, du hast mich schon korrigiert, man sagt ja heute 12-Volt-Steckdose. Ja, das liegt nicht an mir, aber viele unserer Kunden sagen, ja. Das ist kein Zigarettenanzünder, ist eine 12-Volt-Steckdose. Ich bin da noch eine Bauertrampel. Ne? Suchen Sie sich's aus, wie Sie es nennen, Zigarettenanzünder oder 12-Volt-Steckdose. Ich habe mal letztens meiner Mutter gesagt, hast du eine 12-Volt-Steckdose? Und guckt sie mich an, was meinst du? Ich so, ja, Zigarettenanzünder. Ach so, Kind, sag das doch gleich. So, also Zigarettenanzünder oder 12-Volt-Steckdose, damit wir es auch korrekt ausführen. Oder ganz schön, du kannst das zu Hause mit dem Strom hier anschließen, mhm. Stromkabel und schon vorkühlen, die Butter oder zum Beispiel, oder wenn du einkaufen bist ja. und du weißt, du fährst jetzt einen sehr langen Weg einkaufen, würde ich die schon vorher anschmeißen, ist die schon vorgekühlt und dann im Auto weiterkühlen lassen. Wunderbare Sache. Darf ich das nochmal da hinlegen? Also habe ich immer, egal wo ich hin will, gekühlte Getränke, aber das, was du gerade gesagt hast mit dem Einkaufen, ganz, ganz interessant, jetzt im Auto 50, 60 Grad. Oh, ja, ja. Und ich kaufe Wurst, ich kaufe Tiefkühlware, ich kaufe Fleisch, mache das ins Auto, bis ich daheim bin, ist alles kaputt. Dann ist es doch schön, wenn ich so eine Kühlbox im Auto habe und die auch noch direkt kühlen kann dort. Und einfacher geht es ja gar nicht. Wie viel Fassungsvermögen haben wir denn hier? 24 Liter. Ich finde das eine optimale Größe. Die sollte man immer dabei haben, weil die ist nun wirklich praktisch. Du selber hast ja auch ein großes Auto und hast immer viel Gepäck dabei, wenn du unterwegs bist. Da passt das doch noch optimal rein. Ja, ist hervorragend. Gerade wenn man mal ein Wochenende wegfährt oder jetzt auch in der Urlaubszeit in Urlaub. Jetzt überleg mal, wenn du mit deiner Familie in Urlaub fährst und hältst dann irgendwann mal einen Rasthof an. Ja, und dann vier Personen, jeder ein gekühltes Getränk. Rasthöfe lassen sich das richtig. Da schreien die Kinder, Papa, Mama, Pipi. Ja, Hunger, Pipi, Durst, dann sind wir da. Also, und dann beim Durst, dann kaufst du für vier Personen jeweils ein gekühltes Getränk. Kostet an der Raststätte gerne mal 3,50. Bist du schon 14 Euro los für einen Stopp. Das kannst du zu Hause kaufen, kühl halten, mitnehmen und damit dann die hungrige Meute versorgen. Oder richtig. Auch durstige Meute. Und der passt richtig für die ganze Meute was. Oder für Sie alleine oder für Ihre Liebste. Oder wenn Sie lange verreisen, viel rein. Schau mal, wir haben da allein schon ganz viele Flaschen Wasser diverser Größen, würde ich jetzt schon sagen, passen hier rein. Schau mal, allein schon vier Flaschen, da reicht schon meine ganze Familie oder die ganze Urlaubsfahrt von 2000 Kilometer. Dann noch mehr passt da rein und dann noch diese absolut praktische Trennwand. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Sandwiche da rein tun wollen oder Obst, dann können Sie das wirklich auf die andere Seite tun, damit das nicht mit den Getränken in Verbindung kommt. Oder Fleisch kannst du auch noch mal schützen. So, dass ich schön die eine vom anderen trennen kann, dass du die schweren Sachen, nicht die leichten oder zerbrechlichen, genau. zerdrücken. Das ist Gemüse, ja auch an alles Obst. Gedacht. Ach, das ist noch so und jetzt viel hast drin. Du vorhin Heizfunktion noch angesprochen. Genau. Wie mache ich das? Ich sehe es gerade, ich muss einmal so zu dir rüberkommen. Ja, gerne. Ja, so, jo. Ist ganz toll, finde ich. Hier sieht man das auch ganz klar und deutlich. Wir haben ja einmal die Cold-Funktion, ganz einfach zum Anschalten. Und wenn Sie direkt eine Suppe zum Beispiel, wenn Sie auf einer Baustelle sind und Sie wollen eine warme Suppe transportieren und die soll auch warm bleiben, ja, dann schalten Sie einfach runter. Das geht ganz, ganz einfach. Und toll finde ich wirklich, dass du jetzt zum Beispiel dir warmes Essen mitbringen kannst und andere lecker mit warmem Essen versorgen kannst. Und das heizt ja auch wirklich. Das ist eine tolle Sache. Also egal, ob warm wärmen oder kühlen und vor allem, ob daheim mit 230 Volt oder im Auto mit 12 Volt. Hiermit kann ich das alles bedienen. Ist klasse. Und durch diese Isolierung hält es auch, ohne dass es an Strom angeschlossen ist, dann auch noch wirklich lange kalt oder entsprechend auch warm. Eine tolle Sache. Sehr einfach zu handhaben. 24 Liter groß. Also ich würde sagen, vor der nächsten Urlaubsfahrt, wenn Sie zum Beispiel runter ans Meer fahren, Rimini bis Italien, ja, da fährt man gerne mal 8 bis 10 Stunden. Und dann ist es doch schön, wenn man gekühlte Getränke dabei hat und die so einfach in dieser thermoisolierten Box. Klasse Sache. Wirklich klasse Sache, aber nicht nur für deinen Rimini-Urlaub, lieber Ralf. Nämlich Ralf macht nämlich bald Urlaub und er freut sich schon riesig auf Rimini. Da fallen mir immer diese ganzen Werbesprüche an, aber die schlucke ich jetzt lieber. Ganz toll ist wirklich auch wirklich für jeden gebraucht. Sie können so, ich habe sie selber auch bei mir im Auto stehen, wenn Sie jetzt zum Beispiel einkaufen fahren oder zur Arbeit fahren und dann erst den nächsten Kühlschrank haben. Das ist optimal, damit Sie hier, wie sagst du immer, die Kühlung nicht unterbrechen. Und die das Kühlkette, ist, genau. Genau, ja. Die Kühlkette. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und toll finde ich auch, wenn Sie zum Picknicken gehen, oder zum Camping. Hier haben wir vorne noch
eins, zwei, drei, da können Sie auch noch bequem drei Gläser draufstellen. Das ist so ein kleiner Picknicktisch. Also ich finde das total toll und vor allen Dingen transportfähig, bequem mit diesem absolut stabilen Henkel zu transportieren. So, also und jetzt schau dir den Preis an, lieber Ralf. Ob für die Reise, ob fürs Picknick oder für die Urlaubsfahrt, genau die richtige Thermobox hier. Für 56,91 kann sie in zwei, drei Tagen bei Ihnen sein. Und die Bestellnummer, das ist die NX1182 und die 569. Und dann also, haben Sie immer gekühlte Getränke, gekühltes Vespa oder, wenn es immer sein muss, auch gewärmte Getränke. So, und jetzt habe ich Ihnen gezeigt, was, oder Patricia hat Ihnen gezeigt, was es alles gibt für den Sommer. Jetzt liegt es an Ihnen. Versorgen Sie sich, trinken Sie ausreichend bei der Hitze. Und rufen Sie an.